Hey, ich bin die Kathi von Schreib für Students und in diesem Video erkläre ich euch das erste Kirchhoffsche Gesetz und woher es kommt und rechne dann gleich zwei Beispiele mit euch. In der Elektrotechnik werden elektrische Systeme durch eine Kombination von Bauteilen wie ohmschen Widerständen, Dioden, Kondensatoren und so weiter dargestellt, also kurz gesagt durch Netzwerke. Um diese möglichst einfach zu berechnen, verwendet man oft das Ohmsche Gesetz, aber auch die Kirchhoffschen Gesetze. Wenn euch das Ohmsche Gesetz jetzt noch nichts sagt, dann könnt ihr gern bei meinem Tutorial dazu vorbeischauen. Es gibt zwei Kirchhoffsche Gesetze, einmal die sogenannte Knotenregel, die ich euch in dem Video erkläre, und einmal die Maschenregel. So, was ist jetzt die Knotenregel? Sie lautet, in jedem Knoten einer elektrischen Schaltung ist zu jedem Zeitpunkt die Summe der abfließend gezählten Ströme gleich der Summe der zufließend gezählten Ströme. Ob man einen Strom jetzt als zufließend oder abfließend zählt, hängt von den Bezugssinnen ab. Man kann daher auch sagen, die Summe aller zu einem Knoten hin- und wegfließenden Ströme ist gleich Null. Was genau bedeutet das aber jetzt? Schauen wir uns einmal diese Schaltung an. Hier kennen wir einen Knotenpunkt. Den schauen wir uns jetzt genauer an. Wir sehen, dass der Strom I hier in den Knotenpunkt hineinfließt und dass der Strom I4 sowie I3 hinausfließt. Daher können wir schreiben, I ist I3 plus I4. Oder wir schreiben, I minus I3 minus I4 ist gleich 0, was genau dasselbe ist. Wie kommt man aber jetzt eigentlich auf die Knotenregel? Sie ist eine direkte Konsequenz aus dem Erhaltungssatz der Ladung. Dieser lautet, IdV ist minus Q Punkt. Er besagt, dass ein Strom nach außen durch eine Hülle, dV, gleich der Abnahmerate der eingeschlossenen Ladung ist. Wenn wir jetzt die Vorzeichen der Ströme berücksichtigen, so können wir schreiben, die Summe aller abfließend gezählten Ströme minus die Summe der zufließend gezählten Ströme durch eine Hülle ist gleich der Abnahmerate der eingeschlossenen Ladung. Wir betrachten für die Knotenregel ja einen Knoten. Dort gibt es quasi keine positiven oder negativen Überschussladungen. Also wenn wir sozusagen eine Hülle über den Knoten legen, ist die Abnahmerate der eingeschlossenen Ladung gleich 0. Wenn wir das jetzt einsetzen und umformen, so kommen wir schon auf die Knotenregel. Kommen wir nun zum ersten Beispiel. Wir haben diese Schaltung mit den Strömen I1 und I3 gegeben. Gesucht ist jetzt der Strom I2. Wir schauen uns jetzt den Knotenpunkt an und sehen, dass die Ströme I1 und I3 hineinfließen und dass der Strom I2 hinausfließt. Daher können wir laut der Knotenregel schreiben, I1 plus I3 minus I2 ist 0. Jetzt müssen wir nur noch umformen, indem wir plus I2 rechnen. Und dann müssen wir nur noch die gegebenen Werte für I1 und I3 einsetzen. Und wir erhalten unser Ergebnis von 8 mA. Schauen wir uns jetzt dieses Beispiel an. Es ist wieder eine Schaltung gegeben mit dem Strom I3, dem Widerstand R2 und der Spannung U2. Gesucht ist der Strom I1. Wir schauen uns wieder den Knotenpunkt an. Wir können wegen der Knotenregel schreiben, I1 minus I2 plus I3 ist gleich 0. Wenn wir das auf I1 umformen, sehen wir, dass uns auch der Wert für den Strom I2 fehlt. Den können wir über das Ohmsche Gesetz bestimmen. Also I2 ist U2 durch R2. Jetzt müssen wir nur noch die gegebenen Werte einsetzen und erhalten 12 mA. Jetzt können wir den Wert und den gegebenen Wert von I3 in die Knotengleichung einsetzen. Wir erhalten 6 mA. Für mehr Beispiele könnt ihr gerne in unserer App vorbeischauen. Den Link dazu, den findet ihr in der Infobox. Jetzt noch kurz eine Zusammenfassung. Die Knotenregel lautet, die Summe der abfließend gezählten Ströme ist gleich der Summe der zufließend gezählten Ströme. Die Knotenregel ist ein Sonderfall der Ladungserhaltung, da in einem Knotenpunkt keine Überschussladungen vorhanden sind. Anhand von Beispielen hat man gesehen, dass man mit der Knotenregel einfacher Schaltungen vereinfachen kann. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da und bei Fragen schreibt sie einfach in die Kommentare.